Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Frankfurt am Main, Oktober 1910. Es findet statt der erste deutsche Soziologentag. Zugegen sind Gelehrte wie Ferdinand Tönnies, Georg Simmel und die Heidelberger Professoren Max Weber und Ernst Troeltsch. Es wird intensivst diskutiert. Und Ernst Troeltsch stellt erstmals drei Grundformen der Gemeinschaftsbildung im Christentum im Zusammenhang vor: Kirche, Sekte, Mystik. Die Unterscheidung von Kirche und Sekte, die hatte zuvor schon sein Fachmenschenfreund Max Weber getroffen. Und diese Unterscheidung schien Troeltsch zunächst auch völlig ausreichend, bis er dann im Verlauf der Arbeit an seinen Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen zur Identifikation der Mystik als eines eigenen Typus christlicher Vergemeinschaftung gelangte. Diese drei Typen, Kirche, Sekte, Mystik, sind zunächst einmal wertfrei bestimmt. Mit Kirchen sind die großen Kirchen gemeint, also etwa die katholische Kirche und die evangelischen Landeskirchen. In diese wird, oder heute muss man schon sagen, wurde man quasi hineingeboren. Sekten sind dagegen Überzeugungsgemeinschaften mit strengen Regeln, die hohe Ansprüche an Engagement und an Verbindlichkeit stellen. In der Diktion von Troeltsch: Vereinigungen aufgrund wirklicher Christlichkeit. Und in der Mystik, da geht es um den unmittelbaren Kontakt mit dem Göttlichen, um die Unmittelbarkeit und um die Innerlichkeit des religiösen Erlebens. Oder nochmals in der religionsphilosophischen Diktion von Troeltsch, um die reine innere Dialektik des christlichen Gedankens. Wie gesagt, alle drei Typen sind für Troeltsch legitim. Doch schlägt sein Herz für die Mystik. Auch deshalb sei zum Beginn dieser Tagung an seine bis heute einflussreiche Typologie und an sein Konzept erinnert. Troeltsch, der als Wechselbegriff für mystisch auch spiritualistisch verwendet, gesteht in einer Fußnote: Meine eigene Theologie ist sicherlich spiritualistisch. Das sollte man im Kopf behalten, wenn ich jetzt skizziere, wie der Theologe und Kulturphilosoph Troeltsch den Charakter von Mystik beschreibt. Im Kopf behalten sollte man auch, dass es keine unbestrittene Definition von Mystik gibt. Ja, und auch das noch zu sagen, dass die Bedeutung und die Reichweite von Troeltschs Typologie von Anfang an umstritten gewesen ist, insbesondere der Mystiktypus. Das alles als Warnhinweise vorausgeschickt: Was ist Mystik nun nach Troeltsch? Im weitesten Sinn des Wortes ist sie, ich habe es zum Teil schon gesagt, Zitat, das Drängen auf Unmittelbarkeit, Innerlichkeit und Gegenwärtigkeit des religiösen Erlebnisses. Im Katholizismus findet die Mystik ihren Raum in der Kirche. Zumindest für das Spätmittelalter gelte, die Mystik barg sich noch unter dem Schutz der Kirche und fand Anschluss an die Orden. Sie stellte sich niemals auf sich selbst. Wie sehr das wirklich stimmt, das fragen Sie besser nachher Professor Miet. Für den Protestantismus aber gelte, dass neben dem kirchlichen Hauptstrom zwei Ströme flossen: der Strom der Sekten und der Strom der Mystik. Troeltsch schreibt in einem Bild, es sind zwei getrennte Ströme, die nur gelegentlich sich mischen und die einen sehr verschiedenen geschichtlichen Quellpunkt und Verlauf haben. Im Protestantismus lernt die Mystik sich als Konsequenz des allgemeinen Priestertums und der persönlichen Überzeugungsreligion betrachten und sich damit auf eigene Füße zu stellen. Das sind
starke Formulierungen. Zugleich aber beschreibt Tölsch die protestantische Mystik in ihrer Sozialgestalt als bemerkenswert schwach. Der Grund dafür: sie sei ein radikaler Individualismus und als solcher primär auf das Verhältnis zu Gott orientiert, nicht auf das Verhältnis von Mensch zu Mensch, so Tölsch. Zitat: die Gemeindebildungen des Spiritualismus sind Provisorien, Zugeständnisse an menschliche Bedürfnisse, ohne innere Notwendigkeit und Göttlichkeit. Oder knapp: Mystik und Spiritualismus sind überhaupt ohne Organisationstrieb. Von daher erklärt sich aus der Sicht Tölschs dann, dass der frühe Luther, vermittelt durch die Mystik, ganz auf die persönliche Heilsgewissheit orientiert war und der Protestantismus im Prinzip einen reduzierten und spiritualisierten Begriff von Kirche hat. Für den frühen Luther zitiert Tölsch den radikalen Pietisten Gottfried Arnold, den Verfasser der unparteiischen Kirchen- und Ketzerhistorie, der schon an der Wende zum 18. Jahrhundert schrieb, dass, Zitat, aus Luthers Schriften sattsam bekannt ist, dass er in seinen ersten Schriften von der Eingebung des Geistes sehr frei und oftmals viel anstößiger als immer mehr die vermeintlichen Enthusiasten geschrieben, auch sich allein auf den Geist bezogen. Aus dieser Sicht sind landesherrliches Kirchenregiment und Kirchenordnungen nichts weiteres als spätere Zugeständnisse. Bei Münzer liegt die Sache für Tölsch ähnlich. Münzer beginnt als Mystiker. Zitat: die mystische Lehre von den Stufen der leidentlichen Vergottung, von dem selbstständig innerlich sich kundgebenden und vom Wort nur angeregten und geprüften Gottesgeiste, verbunden mit dem Zwickauer Enthusiasmus, bildete seine Theologie. Und Tölschs Urteil zu Münzer lautet: Münzer ist eine Verquickung von mystischen Ideen mit der hussitisch-taboritischen Revolution. Das aber ist eine zufällige und nicht innerlich zusammengehörende Verbindung. Wenn wir das so hören, da können wir darauf gespannt sein, was uns Professor Schäufele morgen zu Luther und zu Münzer zu sagen hat. Und um auch das zweite Thema des morgigen Vormittags in den Blick zu nehmen: was schreibt Tölsch zu Zinzendorf? Sie ahnen es vielleicht schon. Das letzte, eigentlichste Motiv des Grafen liegt in einer stark spirituellen Christusmystik. Doch wird er mit Hilfe der Mähren zur Ausbildung einer sektenhaften Organisation genötigt. Doch zu streng ging es da auch wieder nicht zu. Zumindest hielt der reformierte Pietist Terstegen den Grafen Zinzendorf für, Zitat, leichtsinnig. Tatsächlich kann sich Tölsch für seine Beurteilung auf ein spannendes Wort Zinzendorfs berufen. Otto und Zinzendorf: uns ist die mährische Konstitution gar sehr zustatten gekommen. Wir hätten sonst doch eine andere Form inventieren, zu Deutsch erfinden müssen. Denn im Grunde ist's doch ein fanatisches, gemein spiritualistisches Rassemblement, wenn man spricht: was Sekten, was Menschen. Wir wollen Gemeinde Jesu Christi sein. Aber was denn für eine? Die Unsichtbare? So müsst ihr wieder Einsiedler werden. Die Sichtbare? So wisset, dass es keine gibt ohne eine Religionsform überhaupt. Wenn die Mystik also an sich überhaupt ohne Organisationstrieb sein soll und sich nur notgedrungen organisiert, wie erklären sich dann ihre gesellschaftlichen Wirkungen? Dazu ist zunächst zu sagen: Ernst Tölsch hat eine Typologie entworfen.
Und Typologien sind Instrumente zur Erfassung von geschichtlicher Wirklichkeit. Sie sind diese Wirklichkeit nicht selbst. Der Mystiktypus wird von Troeltsch im profilierten Abstand zur Kirche und Sekte gebildet. Es geht ihm dabei darum, die charakteristischen Unterschiede klarzumachen. Zugleich weist Troeltsch etwa in Bezug auf die ethischen Vorstellungen des Spiritualismus zu sagen, die Sekte strebt hinüber nach der Verinnerlichung der Mystik, die Mystik nach der heiligen Gemeinschaft der Sekte. In der Praxis geht beides fortwährend durcheinander. Folgerichtig heißt es dann eben zu Münzer auch, mit seiner Theologie, Zitat, vereinigte sich von Anfang an das Ideal der Aufrichtung einer geschlossenen Gemeinde der mystisch Erleuchteten und Erwählten, das sich dann bis zu kommunistischen Gesellschaftsreformen erweiterte. Die Mystik wird relevant für die Gestaltung von Gesellschaft, insofern sie selbst eine eigene Gemeinschaftsidee hat, nämlich die Idee der unsichtbaren Kirche. Und diese Idee führt zur Bildung von Gruppen, denn, so Troeltsch sehr schön, auch der Mystiker ist ein Mensch und unterliegt dem Zwang der Selbstmitteilung und dem Bedürfnis der Aufnahme fremden Lebens in das eigene. Es entstehen Gruppen, Zitat, die der Geist zusammenführt und durch die er in unkontrollierbarer Weise auf das Ganze wirkt. Was Troeltsch hier sagt, ist, Mystik ist organisatorisch schwach. Wenig Regeln, wenig Ordnung, wenig Interesse an Dogmen. Aber in der Wirkung, da kann sie überaus stark sein. Sie vermag, auf das Ganze zu wirken. Und eben dies war die Hoffnung von Troeltsch, denn ihm ging es nicht nur um das Begreifen von Geschichte, sondern es ging ihm ebenso um die Kirche seiner Zeit. Es ging ihm nicht zuletzt auch um eine der moderne, angemessene Form der christlichen Gemeinschaft. In der Typologie von Kirche, Sekte, Mystik kann man daher eine Perspektive auf die fortschreitende Individualisierung innerhalb des Christentums entdecken. Die Sekte integriert in sich das moderne Prinzip einer voluntaristischen, einer willentlichen Gemeinschaft. Und die Mystik vollzieht dann den Schritt zu einer weiteren Subjektivierung der Religion, in dem der persönliche Kontakt mit dem Göttlichen in den Mittelpunkt gerückt wird. Die Oton Troeltsch elastisch gemachte Volkskirche, die ihm vorschwebt, besteht dann aus der Synthese aller drei Typen. Großkirche und Mystik stehen dabei in einem dialektischen Verhältnis zueinander. Ohne Mystik droht die Kirche zu erstarren. Ohne Kirche droht sich die Mystik ins Ungefähre zu verflüchtigen. Doch ist das Ganze der Moderne ja noch viel mehr als eine elastische Kirche. Dazu nur noch ein Satz von Troeltsch. Er schreibt, der Spiritualismus allein fasst die christliche Religiosität als lebendig fortzeugende Gegenwartsbewegung. Und abschließend noch ein Sprung in die Gegenwart. Im Begleittext zu Rüdiger Sünders Film Mystik und Widerstand, den wir morgen sehen werden, wird Dorothee Sölle so zitiert. Die Religion des dritten Jahrtausends wird mystisch sein oder absterben. Diese Sätze haben etwas miteinander zu tun und sie sind nur ein guter Grund, sich mit Mystik zu befassen. Vielen Dank.